Morrigan, heil mal bitte. Du heilst mich auch mal. Wieso kriegst du keinen Heal? Schluck ich halt eben gerade mal selber was. Wechsle ich gerade mal das Equip. Alistair auch mal wieder und dann wird hier wieder rumgeschossen. Alistair, du schießt auf das. Ich schieß auf den. Ja. Nicht noch ein Drache. Ach, komm. Das kann doch nicht wahr sein. So, Alistair, ich bitte drum. Morrigan, kümmere dich bitte. Oh oh. So, ich guck gerade mal, habe ich noch was stärker? Ja gut, den wollte ich eigentlich nicht verpulvern. Aber mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, da ich keine Schwachen mehr habe. So, ach so. Alistair ist abgesichert genug. Ich packe mir sicherheitshalber hier auch mal gerade einen starken rein. Yep. Wie lange hält das? 2 Sekunden. Bis dahin haben sie mich, glaube ich, down gebürstet. Warte mal. Habe ich Gruppen? Zack. Nein, Alistair, du bist so ein Hohlkopf. Diese hohle Birne, diese hohle Birne. Und jetzt komme ich auch noch. Ja, genau. Gruppenheilung gut. Muss mein Heiler schützen. Wechsel, Wechsel, du schießt auf den Gesandten, du schießt auf den Gesandten, du schießt auf den Gesandten. Und wir lassen es erstmal weiterlaufen. Du schießt auf den Gesandten. Ja. Auch wenn das hier vielleicht so ein bisschen an Cheaterei grenzt, das ist wirkungsvoll. Und solange es wirkungsvoll ist, Leute, ist mir das scheißegal. Selbst die behindertsten Mittel. So, dann haben wir hier noch einen Schläger. Den schießen wir ab. Bitte und danke. Du aktivierst mal bitte gerade Zauberblüte, damit hier überall das schöne Mana gereckt wird. Ich sehe hier einen Beschuss. Ich sehe aber nicht, woher er kommt. Der kommt von... Von da hinten. Er muss ja... So... So, Hurlock Gesandter. Ich erwarte eure Befehle. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, sofort. Ihr bleibt mal hier, bitte. Also, das kann nicht sein. Also, dass dieser Typ mich da hinten so verarscht.
So. Los geht's. Schieß ich den? Schießt du mal einen Feuerball hier hin? Ja, nee, ist klar. Morrigan, ich bitte dich. Wieso kann er da durchschießen? Wieso? Ich verstehe es nicht. Moment, ich hab da so eine Idee. Moment, ich hol sie wieder. Mach direkt das. Du schluckst mal. Ist nichts. Boden geworfen, ja, schön. Jetzt! Wisst ihr, genau aus diesem Grund hasse ich diesen Scheiß-Typen. Guck dir das mal an. Kurz bevor der die getrunken hat, hat der mir die Suppe versalzen, auf gut Deutsch gesagt. Einfach mal. So richtig dick hat er mich geflaxt. Er hat mir so richtig in unter die Eier getreten und ich konnte nichts machen. Nichts. Ich kann jetzt auch nichts machen, weil dieser Scheißfluch noch aktiv ist. Jetzt kommt er mir mit irgendeinem scheiß Zauber und ich bin am Arsch. Oh, oh, oh. Boah, war das knapp. Das ist immer noch scheiße. Knapp. Boah, Alter. Ich hätte ja auch eigentlich ein paar Verstärkungen rufen können, aber ich will das nicht machen. Ich will die mir für den großen Erzdämon aufbauen. Bitte hebt mich mal gerade wer auf. Dankeschön. Verstanden. Mächtiger Wundumschlag. Dankeschön. Hier bitte auch. Selbstverständlich. Nein. Das gibt es nicht, wie Mages abfacken können. Wie ihr wünscht. So. Was habe ich denn für Verletzungen? Morrigan hat gespaltener Schädelabzug auf Klugheit. Wenn er, ja. Klugheit ist noch verkraftbar, also da bin ich. Da haben wir hier offene Wunde, Abzug auf Naturresistenz. Das ist dann schon. Ich weiß nicht, was der Typ da macht. Benutzen. Subdidudel. Ich habe hier irgendwo noch Kräuter. Genau, da war es gewesen. Scheiße. Mir fehlt natürlich jetzt Elfenwurzel. Gut. An der Stelle speichere ich allerdings, weil ich habe keine Lust, wirklich keine Lust, hier nochmal diese scheiß zwei Drachen, Holok-Gesandten und Schlag mich tot, was das für Viecher sind, zu töten. Und Umschlag. Perfecto Mondo. Wird erledigt. Jetzt sind wir im Turm, in der Festung von Schlag mich tot. Ich habe den Namen vergessen, verdammt. Auf jeden Fall dieser ganz großen Festung mit dem höchsten Tower von vom Lande. Verteidiger. Was macht er denn? Die sind alle tot. Willst du mich verkackeiern? So, erstmal hier alles schön kontrollieren. Hier liegen Menschen. Menschen. Dunkle Brut. Dunkle Brut. Menschen. Und eine verschlossene Truhe.
Hier ist ja echt alles tot. Da fragt man sich, was hier vorgefallen ist. Ja. Scheinbar hat die dunkle Brut versucht vorzustoßen, um ihren Meister zu retten und hat dabei ordentlich was weggemetzelt an ein oder anderen menschlichen Verteidiger, haben sie da mitgenommen. Da haben wir wieder ein paar Bücherstapel, private Dokumente. Warte, was steht da? Eine Liste von Haushaltsbüchern und Ausgaben über einen längeren Zeitraum. Nützlich für Händler, die Verträge und Löhne auszuhandeln. Oder aushandeln. Hm. Kann man bestimmt irgendwo verkaufen. Ach du Scheiße. Das hier ist alles dunkle Brut. Das sehe ich aber sofort. Es war so klar. Es hätte so schön werden können. Es hätte echt so schön werden können. So schön. Stattdessen wird es so beschissen. Los geht's. Und die Viecher machen auch noch Schaden. Und das ist nicht schlecht.